Na gut, ich hätte auf die Bäume vielleicht drauf gekonnt. So, haben wir noch irgendwas? Nee, oder? Ansonsten ist hier nichts. Ein schönes Glockenspiel ist da hinten. Okay, den haben wir schon. Da kommen wir nicht, bekommen wir nichts mehr raus. Dann laufen wir einfach mal weiter. Und schauen einfach mal, was sich hier noch so drin tummelt. Da haben wir zumindest schon mal eine Kiste. Die können wir uns holen. Ja, mehrere Kisten hier sogar. Sehr gut. Und ein Reh haben wir noch hier, was er freundlicherweise für uns dagelassen hat. Können wir noch was rausholen? Igitt. Das sieht widerlich aus. So, da hören wir kurz ein. Der Prophet und seine Anhänger sind im Schutz der Nacht gereist, auf einem gewundenen Pfad entlang der Grenze des östlichen Reiches. Ich weiß nicht, wohin sie wollen, und ich vermute, sie wissen es auch nicht. Aber sie wissen, dass wir sie jagen, bis die Ketzerei ausgelöscht ist. Das Gesindel im Grenzland gibt ihm Unterschlupf. Und ich finde es seltsam, dass mir keiner, der ihm geholfen hat, etwas von Belang sagen will. Selbst wenn ich mit dem Zorn Trinities drohe oder ihnen ein Messer an die Kehle halte, schweigen sie weiter. Sie sterben, ohne zu verraten, was sie wissen. Der Prophet hat eine seltsame Macht über andere. Noch ein Grund, ihn zum Schweigen zu bringen. Okay. Achso, nein, will ich gar nicht. Das will ich. Oh, ich drücke immer die falsche Taste. Das machen wir noch auf hier. So. Ah, das ist gleich geblieben. Was? Teil halbautomatische Pistole. Neue Ausrüstung. Waffenteile. Stemmen Sie Truhen offen, Waffenteile und Upgrade-Werkzeug zu finden. Sammeln Sie alle Teile einer Waffe, um sie in Basislagern freizuschalten. Sehr gut. Haben wir noch irgendwas? Nö. Ansonsten ist hier nichts. Dann können wir das hier vielleicht einreißen. Das geht zumindest, dass wir die Wand hier einreißen. Die andere Holzwand geht natürlich nicht. Da kann man den Haken oder den Kletterhaken kann man da nicht irgendwie verwenden, um da die Bretter loszumachen oder so. Das geht nicht. Da muss man wirklich mit der Knarre drauf schießen, dass das Ganze aufgeht. Hier was? Gletscherkaverne. Suchen Sie entlang des mongolischen Wegs nach Spuren des. Was? Pfades, was? Okay, ich muss hier wahrscheinlich hoch. Ich muss hier wahrscheinlich hoch. Okay. Ja, das. Das war so klar. Ja, das war so klar. Meine Frage, wo geht's denn hier lang? Ich glaube, da muss ich sogar lang. Ich gehe noch mal ganz kurz zurück, einfach nur zu schauen, was da ist. Nicht, dass wir irgendeine Truhe oder irgendwas übersehen, was uns vielleicht später weiterhelfen würde. Ah. Oder so wie das hier. Der flüchtige Prophet hat das Reich verlassen und bewegt sich nach Norden. Ich bin jetzt in unbekanntem Gebiet. Der Trinity-Orden war deutlich. Ich soll dem falschen Propheten und seinen Anhängern ans Ende der Welt folgen und die Ketzerei auslöschen. Ich wollte ihn vor Monaten eingeholt haben, aber er entkommt mir. Er durchquert das Land der Chasaren und den Kaukasus. Hier bin ich im Nachteil. Ich spreche ein Dutzend Sprachen des Reiches, aber im Hinterland kann ich oft lediglich mit dem Schwert kommunizieren. Der Prophet, so scheint es, spricht jede Sprache wie seine Muttersprache. Okay, der Fährtensucher. Folge dem Propheten in fremde Länder. Huch, jetzt wollte ich mit der Maus tatsächlich weitermachen. Ich trinke mal ganz kurz heimlich was. Sonst wird das ein bisschen schwierig mit dem Weiterreden. Okay, da komme ich wieder hoch. Ich muss da hinten, glaube ich, hin. Die Frage ist, wo ich hier hinkomme. Ich könnte da, glaube ich, rüberspringen. Die Frage ist, wo ich dann hinkomme. Ich gehe erstmal der Quest lang. Ich glaube, wir können hier mit dem Schnellreisen. Kommen wir tatsächlich auch da wieder hin, wo wir hin wollen. Also zu einem Lager zum Beispiel. Von daher können wir das auch dann gegebenenfalls später machen. Scheiße, das wird echt kalt. Ja. Das ist, ja. Bei den Temperaturen möchte ich wirklich nicht baden. Eine Pfeilspitze aus Knochen. Sie scheint mongolischer Herkunft zu sein.
Das war ein Pfeifpfeil. Mongolische Schützen feuerten sie auf ihre Feinde ab, um sie zu ängstigen und zu verwirren. Ein Pfeifpfeil. Aha. Ah, ich habe Mongolisch gelernt. Dadurch, dass ich jetzt den Pfeil aufgesammelt habe, habe ich tatsächlich Mongolisch gelernt. Ich sage dazu nichts. Halten, tauchen, LT. Und schneller. Achso. Da ist sie. Oh, ich würde mir den Arsch abfrieren einfach. Ich würde mir einfach nur den Arsch abfrieren. Aber da ist glücklicherweise ein Feuer. Da können wir uns dann gleich wärmen. Das hat uns gnädigerweise jemand angezündet. Das ist gar kein Stress. So, können wir hier irgendwas machen. Inventar, Upgrades verfügbar. Ausrüstung. Was? Jägerküche. Was? Gewehrmunitionsbeutel. Lederbeutel mit Verschlusstasche, der viele Patronen aufnehmen kann. Erhöht die Tragekapazität für Gewehrmunition. Voraussetzung, was ist denn das da unten mit den Sternen? Was soll das sein? Soll das Enchanted das Fell jetzt sein, oder wie? Was haben wir hier? Pistolenmunitionsbeutel. Kleiner Lederbeutel, der die Tragekapazität für Pistolenmunition erhöht. Können wir aktuell überhaupt Munition tragen? Ich weiß es nicht. Ich würde... So. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, da jetzt diese Munitionsbeutel zu verwenden, weil wir noch nicht mal eine andere Waffe haben. Glaube ich zumindest. Ich gucke gleich mal nach, ob wir eine andere Waffe haben. Provisorischer Langbogen. Ach, wir können ein Upgrade wieder machen. Kosten, Inventar 13, gewickelte Sehne. Okay, dann machen wir das einfach mal. So, Sehnennocken. Pfeilnocken der Bogensehne ermöglicht eine schnellere Pfeilaufnahme und höhere Schussfrequenz. Anwendbar bei allen Bögen. Inventar 2, Kosten 12. Okay, da brauchen wir noch Teile dafür. Waffen, wir können noch was upgraden. Ach, wir können die da auch upgraden hier. Was können wir hier machen? Umwickelter Griff. Kosten 5, Inventar 6. Ach ja, was soll der Geiz? Machen wir einfach mal. Da können wir jetzt die Taschen nicht mehr machen, aber ich weiß eh nicht, ob wir gerade eine Waffe da haben. Von daher ist das, glaube ich, relativ egal. Zwei Fähigkeitenpunkte. Kämpfe, was haben wir denn hier? Dickhäutig, sie leiden weniger Schaden durch feindlichen Beschuss und Nahkampfangriffe. Der Effekt verstärkt sich mit der Herz-aus-Stein-Fähigkeit. Eisenhaut, sie leiden erheblich weniger Schaden durch Explosion und Feuer. Ausweichkonter setzen sie beim Ausweichen Feinde ohne Rüstung durch zeitlich angepasste Drückung außer Gefecht. Effiziente Killerfeinde, durch lautlose Kills erlegt wurden, werden automatisch ausgeplündert. Achso, das heißt, wir töten die und plündern die gleich. Das ist natürlich auch sehr nett. Pfeile wiederfinden, Atemkontrolle. Erhöhen sie zielfixiert für aufgeladene Bogenschüsse. Erhöhen die Munitionsmenge, die sie von Leichen finden. Tierische Instinkte. Tiere glühen bei der Verwendung des Überlebensinstinkts. Größere Tiere hinterlassen Abdrücke und Blutspuren, die einfach zu verfolgen sind. Ja, okay. Überlebende. Schnelle Herstellung von Wurfobjekten und Munition im Lauf. Haben wir das gerade nicht schon gemacht sogar? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich dachte, wir haben das sogar schon gemacht, gerade bei den Bären. Da haben wir auch im Lauf dann praktisch die Giftpfeile hergestellt. Listenreiche Kämpfer, Feinde durch hergestellte bringen wir LP, Brandbomben. Jetzt ist die Frage. Ich finde tatsächlich effizienter Killer. Das ist, glaube ich, nee, das ist, oder? Durch lautlose Kills getötet werden, dann looten wir es halt einfach. Das finde ich jetzt nicht ganz so spannend hier eigentlich. Ausweichkonter, das schon eher tatsächlich. Was haben wir hier freigeschaltet? Duellantenreflexe. Vergrößerte Zeitfenster für einen Ausweichkonter, der bei einem erfolgreichen Ausweichkill Bonus-EP einbringt. Aha. Eisenhaut. Und dann würde ich tatsächlich die Dickhäutigkeit vielleicht machen, dass wir länger überleben. Ich glaube, wir finden eh sehr, sehr viel oder kriegen sehr, sehr viele Erfahrungspunkte noch. Von daher ist das, glaube ich, am Anfang relativ egal. So, ich gucke jetzt mal ganz kurz, ob wir eine andere Waffe haben. Nee, haben wir nicht. So, dann looten wir das hier noch schnell. Ah, okay, wir kriegen einen Pilz. Sehr gut, dann müssen wir raus. Gibt's hier hinten? Ah, da hinten ist noch was. Nein, ich... nicht hier festbacken. So.
Da springen wir weiter, dann holen wir uns das hier noch, dann haben wir das auch. Hier ist nichts drin. Dann laufen wir einfach mal weiter und schauen mal, was hier hinten noch so kommt. Oh, was haben wir hier noch irgendwas? Nein. Okay. So, optional Herausforderungsgrab. Finden Sie den nahegelegenen Eingang. Optionales Herausforderungsgrab. Wo soll hier ein optionales Herausforderungsgrab sein? Da geht's tief runter. Ich frage mich, wie wir die Bretter hier legen. War das dann die Mongolen? Achso, ich kann da nicht mit der Kamera durch den Berg... Ah, okay, ich kann da nicht mehr durch den Berg durch. Das ist sehr gut. Eine byzantinische Kriegsgalere. Wie zum Teufel kommt die hier runter? Ja, das würde ich auch gerne jetzt mal wissen. Okay, zack. So, da gehen wir erstmal hoch. Das Echo finde ich auch sehr cool, dass hier jetzt also auch so ein Echo immer überall ist, wenn die in so Höhlen etc. ist. Das finde ich wirklich cool. So. Moment, was ist da unten? Komme ich da hin? Nee, da komme ich nicht hin. Da sterbe ich nur, wenn ich runterspringe. Dann gehen wir mal hier hoch. Ich frage mich, Das ist mongolisch. Aber sie sind hier durchgekommen. Die verlorene Stadt muss nahe sein. Ich frage mich, wo das optionale Grab jetzt ist. Herausforderungsgräber, lösen Sie antike Rätsel, um besonders wertvolle Belohnungen zu verdienen. Ah, okay, da geht's weiter und da ist jetzt praktisch dann das Herausforderungsgrab. So, dann machen wir das einfach mal. Ich bin da mal so frei. Zack. So. Eisschiff, optionales. Da oben muss irgendwas sein. Optionales Herausforderungsgrab. Okay, wo muss ich hin? Ich muss auf jeden Fall irgendwie hier rüberspringen. Ah ja, dann hier hoch. Okay, das ist noch relativ einfach. Alter, das muss doch arschglatt sein. Die muss doch da runterfallen einfach. Aha. Dann können wir hier das wieder so drehen. Okay. Ich muss das Eis aufbrechen. Okay, dann machen wir das mal. Hier liegt noch irgendwas, was wir decken können. Die Maria Adula sitzt fest. Das Eis gab nach und zerbrach ihr das Rückgrat. Egal. Ich wollte ihre Kanonen gegen den falschen Propheten richten. Aber nun ziehen wir zu Fuß weiter. Ich habe 6 der besten Trinity-Ordensmitglieder. Und wir haben auf Kosten der Matrosen Nahrung und Vorräte gehortet. Sie wissen es noch nicht, aber sie werden ihr Leben für die Sache opfern. Meine Männer und ich werden aus diesen Eishöhlen hinausfinden und weitergehen. Bevor das Schiff vom Eis verschlungen wurde, hörten wir Musik. Von Süden. Das wird unser erster Halt. Aber erst muss ich ruhen. Die Kälte sitzt mir in den Knochen und ich bin schläfrig. Nur ein Nickerchen. Ein Ritter des Trinity-Ordens verfolgt den Propheten, ungeachtet aller Hindernisse. Ich möchte mal wissen, was so wichtig an dem Propheten war, dass ihn jeder... Kann jetzt Griechisch der Stufe 2 erlernen? Ah, ja. Klar. So, kann ich das hier? Geht das? Natürlich nicht. Komme ich da rüber? Geht das? Ja, das geht. Okay. Komme ich hier hoch? Ach, ist gar nicht aufgeleuchtet. Okay. Und nun?
Arm und ich kann hier hoch. Okay, so, mal gucken. So, dann kann ich hier hin. Okay, dann kann ich hier hin. Und nun? Was bringt mir das jetzt? Muss ich da drauf springen jetzt? Ah, okay. Ja, geschafft. Okay. Ja, gut. Wenn man es nicht weiß, ist es eher... Ich wusste nicht, dass ich da drauf springen kann. Ich dachte, ich muss das irgendwie runterschießen oder so. Aber gut, wenn es natürlich auch so geht, dann machen wir das auch so. Was haben wir jetzt hier? Dieses Gefäß. Irgendwie muss man es doch bewegen können. Bestimmt. Ach so. Ach so. Na komm. Was? Was muss ich jetzt hier machen? Ich muss hier das... Jetzt ist Timing gefragt. Ach, ich muss da reinspringen, oder wie? Ach, du lieber Gott. Das ist ja, ich werde sterben. Ich werde so sterben, das ist... Ich glaube, ich muss da reinspringen, oder? Mist. Das war so nicht geplant. Okay. Halt. Ich muss da drüben hier hoch. Halt. So, okay. Ich muss dann da, okay. Ich muss dann hochspringen. Und da brauche ich aber echt gutes Timing dafür. Na, Glückwunsch. So, das kann ja heiter werden. Hallo. Geh doch mal hoch. So. Also, okay. Dann drehen wir hier mal ganz fleißig. Dann muss ich schnell sein und rennen, dass ich mich dann dranhängen kann. Das Teil. So. Na komm, schnell. Boah, vor allem hier auf dem Eis halt so schnell laufen, das ist echt ein bisschen mies. Okay. So, haben wir das. Geschafft. Mal sehen, was da oben ist. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt, was da oben ist. Ach ja, so. Und hoch und hoch und hoch und hoch. Aber ich muss sagen, was mich gerade sehr, sehr positiv erstaunt ist, dass seit ich diese kleine Umstellung gemacht habe hier... okay, jetzt ergibt das auch einen Sinn hier, dieses Teil. Das war nur vereist, darum bin ich da gerade nicht hochgekommen. Okay, hätte ich gar nicht nochmal hochlaufen müssen. Was wollte ich sagen? Ja, ich bin sehr erstaunt gerade, dass es... jetzt so flüssig läuft. Also ich habe jetzt ein bisschen was umgestellt, ja, vorhin in der letzten Aufnahme, oder nachdem ich die Aufnahme hier gestartet hatte. Und die aus Twitch haben das so ein bisschen live mitgesehen und es hat ganz gut funktioniert tatsächlich, muss ich sagen. Sieh dir das an. Warum haben sie solche Reichtümer mitgeschleppt? Bestechungsgeld, keine Ahnung. Irgendeinen Grund wird es bestimmt gehabt haben. So, haben wir hier hinten noch was? Ja, da seile ich mich dann ab. Sehr gut. Sind hier noch irgendwo... Ach, hier ist noch ein Dokument. Auch eine Karte. Karte, Archivarkarte. Archivarkarten enthüllen auf der Karte die Positionen von Dokumenten, Relikten und Wandgemälden. Hallo. Das fühle ich auch noch hier. Hallo. Es ist getan. Wir werden hier sterben. Caraldus und dem Wahnsinn des Trinity-Ordens sei Dank. Mein Schiff wird nie wieder Wasser sehen. Wir sind zu spät im Winter ins Eismeer geraten. Wir wollten umkehren. Aber Caraldus wollte diesen verlorenen Propheten nicht aufgeben. Er und seine kalten Krieger übernahmen das Ruder. Er steuerte das Schiff durch seichte Zuflüsse, bis es nicht mehr weiterging. Dann zwang der Bastard meine Mannschaft, Schlitten zu bauen und ließ uns das Schiff über Land ziehen. Wer sich weigerte, wurde getötet und exkommuniziert.
Aber den Tod brachte es so oder so. Ich sorge dafür, dass er mit uns hier stirbt. Ich habe immer etwas Gift dabei für den Fall, dass das Schiff gekapert wird. Jetzt findet es andere Verwendung. Der Kapitän des alten Schiffs bereitet seine Rache vor.